14 Tage voller Niederlagen und Frustration und Rückschläge und was auch immer. Ich habe es euch eben hingeschrieben, deswegen habe ich mal ganz kurz die Klappe gehalten, bevor ich hier anfange. Und ja, es war zum Haare ausraufen, wenn ich welche hätte. Grausam. Das heißt, was heißt grausam? Ich habe unglaublich viel dazugelernt. Und zwar ging es darum, ich hatte es euch ja in einem der letzten Videos schon angeteasert, dass ich mit dem vorderen kleinen Bahnhof anfangen will, den ich ursprünglich in Lasercut-Holz bauen wollte. Dachte ich mir aber, okay, Uli, das ist im Vordergrund, das ist ein zentrales Element, wo ich immer wieder drauf schauen werde. Gleicher Hinweis wie immer, ich erzähle meistens was anderes, als wir im Hintergrund sehen. Das könnt ihr euch gerne natürlich im Hintergrund angucken. Ich schreibe immer ein paar Texte dazu, wenn was wichtig ist. Oder ich komme nachher direkt noch drauf, ist auch egal. Und habe damit angefangen, was herzustellen, was zu entwerfen, zu machen und war dann der Meinung, dass es in diesem kleinen Bahnhöfchen, ich sag's mal einfach so, das war wirklich, es ist ja nicht mein Hauptbahnhof, der kommt später mal auf diese Seite hier hin. Und es sollte Steampunk-fähig sein, ja, das heißt, dass ich eben sagen kann, hier vorne im Zentrum, dieser kleine Bahnhof ist tatsächlich Steampunk und er ist so detailliert, wie ich mir das für ein Gebäude im Vordergrund wünsche. Je weiter hinten auf der Modellbahn, ja, da muss man nicht schlampig arbeiten, um Gottes Willen, aber da muss man nicht ganz so ins Detail reingehen, wie man das vielleicht auf dem Vordergrund macht. Und darum habe ich so viel Rückschläge gehabt. Wir sehen jetzt hier im Hintergrund, oder jetzt schon nicht mehr, die kleine Bauplatte von dem Resinendrucker, die war mir zu klein. Das heißt, ich musste etwas Größeres machen. Wir sehen es hier im Hintergrund schon. Ich arbeite auf 9 Zoll jetzt. In dieser Wasch- und Kürmaschine hier hinten auch natürlich entsprechend groß. Das habe ich auch alles anpassen müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und habe natürlich auch eine neue Slicer-Software für das Ganze, wo ich auch dann die Stützstrukturen besser generieren konnte und so weiter und so fort. Da musste ich also ziemlich viel verändern. Bei mir musste auch darauf warten, dass dann entsprechende Teile hier angekommen sind und. Und das hat natürlich sowieso schon fast eine Woche gedauert. Und dann, ja, wir sehen es selber hier im Hintergrund. Ich war zufrieden mit dem Ausdruck. Das hat alles gepasst. Das war alles schön. Und wenn ich das dann abgemacht habe, habe ich immer wieder Fehler gefunden. Entweder hat es zum Beispiel auf der Druckplatte zu stark gehalten, zu wenig gehalten, meistens zu stark, sodass ich jetzt mit der Magnetplatte hier vorne arbeite. Wir sehen, ich kann die jetzt hier abmachen. Und dadurch löst sich natürlich alles entsprechend super. Am Anfang musste ich da fast mit einem Meißel und einem Hammer die Modelle von der Druckplatte runterhämmern, damit das überhaupt funktioniert hat. Aber ich habe wahnsinnig viel lernen müssen. Zum Beispiel, übrigens hier links oben, was wir da gerade sehen, das sind Fressnäpfe für meine Ameisen. Da dachte ich mir, ja, wenn du den Drucker sowieso einmal anhast, die können mal neue Näpfe gebrauchen, habe ich da gleich neue Fressnäpfe. Die hatte ich mir mal vor 1-2 Jahren entworfen dafür. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar habe ich mir das ausgedruckt, war zufrieden. Übrigens diese fleischfarbenen Gebäude da oben, das ist ein Druck aus meinem kleineren Drucker sozusagen, die ersten Drucke sozusagen, die ich eben noch mit der alten Slicer Software gemacht habe, die ich mit dem Mars Pro gemacht habe und so weiter und so fort. Die sind da oben, die sehen auch gut aus, ohne Frage, aber die haben gerade so auf das Druckbett drauf gepasst. Das war mir alles zu eng, das ging ohne Frage, aber ich konnte zum Beispiel nicht das Gebäude beim Drucken schräg stellen, wie man das ja an sich macht, damit sich nichts verzieht, damit das alles schön gerade bleibt, damit man vielleicht die Stützstrukturen auf den Rückseiten hat und nicht vorne. Aber apropos Stützstrukturen, wir haben es eben kurz gesehen, ich habe da so eingekreist, viel zu viel Stützstrukturen in der Standardeinstellung. Die waren zu dick, da war die Bodenplatte zu dick, da war alles unpassend. Wenn wir uns jetzt das hier mal angucken dagegen, die habe ich damit selber gemacht, da habe ich unglaublich viele Tests reinmachen müssen, ehe ich das gefunden habe, ich mir meine eigenen Profile entwickelt habe, die dann so drucken oder auch so mit Stützstrukturen arbeiten und wie auch immer. Ihr seht auch, dass ich zum Beispiel zweifach schief gemacht habe, das heißt, die Modelle stehen einmal so schräg und gleichzeitig noch in sich verdreht. Das heißt, die sind die, ja, eine Seite ist weiter unten, also eine Ecke als alle anderen und so, das ist doppelt schräg. Dann hatte ich das Problem, wir haben es gerade gesehen, dass das Modell am Anfang war Vollmaterial. Das ist schlecht. Vollmaterial beim Trocknen, wir sehen es gerade hier, verzieht sich. Ja, dann hatte ich es endlich soweit, dass alles mit den Stützstrukturen geklappt hat. Dann hat sich das Modell verzogen. Dann musste ich da wieder anfangen. Da hat er wie eine Beule in der Mitte gebildet. Da kannst du nichts arbeiten mit. Da kannst du keine Säulen später reinkleben, kein gar nichts. Also habe ich mich hingesetzt, habe alles wieder überarbeiten müssen, habe dann meine Modelle überarbeitet.
habe die hohl gemacht, also alles rausgebaut und habe jetzt im Endeffekt diese Stützstruktur mir entwickelt, wie sie jetzt praktisch sind. Das heißt, entwickelt habe ich die nicht, aber ich habe sie mir so eingestellt mit vielen Sachen, die man da so einstellen kann, bis ich das gefunden habe, den Härtegrad, die ersten Ebenen, wie hart, wie lang die Belichtungszeit sein muss und da hat man so viele Rückschläge. Aber jetzt habe ich meine Profile gefunden. Ich werde auch immer mit dem gleichen Resin drucken, weil ich sowieso Spritze bemale, also mit Airbrush bespritze. Und da ist ja die Farbe grau super. Ich hatte ja vorher immer dieses Hautfarben gehabt, weil ich ursprünglich die Preiserlein selber machen wollte, was ich übrigens auch noch machen werde, irgendwann mal. Und habe auch hier, wie gesagt, die Wash and Cure, habe ich jetzt den Wassereimer raus, habe ich jetzt auf den UV-Modus alles schön trocknen kann. Wir sehen auch hier meine Fressnäpfe für die Ameisen mit drauf, wie die sich fröhlich drehen. Und das ist eigentlich eine recht gute Sache. Das erspart mir wahnsinnig viel Arbeit. Gerade das Wascht, also das Waschen. Ich habe ja Wasserwasch oder wasserlösliches Resin. Das heißt, ich kann das mit Wasser machen. Ich brauche kein Isopropanol zu verwenden. Ist eine andere Geschichte. Wenn es interessiert, kann ich später gerne was dazu erzählen. Hier sehen wir jetzt die Magnetplatte. Super Sache. Wie an meinem normalen Filamentdrucker kann ich das ja auch so biegen und dann entsprechend dann abmachen. Macht sich hervorragend. Hier sehen wir die Stützen. Da sehen wir jetzt die hohlgemachten Seiten. Gebäude von meinem Bahnhöfchen, einmal mit kurzen Teilen, mit langen Teilen, völlig egal, werde ich euch alles noch zeigen, wie das gemacht wird, wie ich es zusammenbaue und wie ich das alles mir so gedacht habe, dass das dann so hinpasst. Und ja, hier hinten sehen wir, wie gesagt, das erste Gebäude, was ich zum Anfang gemacht habe, die sind schön. Hier vielleicht mal der Hinweis, werde ich vielleicht nachher noch was dazu sagen. Diese beiden Gebäude, die ich am Anfang gemacht habe, die möchte ich verschenken. Sag ich ganz ehrlich, wenn sie irgendjemand haben will, diese Fleischfarben, schreibt mich kurz an. Am besten per E-Mail. Die ist in der Kanalinfo hinterlegt. Da könnt ihr kurz schauen, wen es interessiert. Wenn es keiner haben will, ist nicht mal was schlimm. Die sind gehärtet, die kann ich in den Müll geben. Überhaupt kein Problem, fliegen sie weg. Ich brauche nur eins. Denn ich habe zum Schluss mir nachher noch ein neues gedruckt. Das werden wir auch noch sehen. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Und damit alles nach wirklich auch... Vor allem deswegen, wenn ich das eine in Grau drucke, das andere in diesen Fleischfarben oder Beige, dann, und ich will das mit Airbrush machen, hier sehen wir schon das neue Häuschen, passt das nicht. Dann kann passieren, dass die Farben anders aussehen, dass die Dächer dann, weil die, dann müsste ich so viele Grundierungen drauf machen, das passt nicht. Dann sind die ganzen Strukturen, die ich reingemacht habe, die Dachziegel, die Steine. Das ist dann also weg, weil es mit Farbe ausgefüllt ist. Ja, also ich muss da schon recht dünn drauf sprühen können. Und deswegen habe ich mir das auch noch in Grau gedruckt. Es ist mir noch besser gelungen. Es ist mir wirklich, muss ich echt sagen, die Details, die ich jetzt hier ausdrucken konnte, die sind hervorragend. Das hat richtig Spaß gemacht, damit zu arbeiten. Ja, dass ich eben da das Ganze mir so schön fertig machen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich finde, das hat funktioniert. Gerade wenn man sich die Fenster anguckt, die kleinen Streben, natürlich auch oben bei den beiden, die sind genauso hoch vom Detailgrad her. Die oben haben 4K-Auflösung, das unten hat 6K-Auflösung. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn du nicht mit der Lupe dran stehst, siehst du das nicht. Das sieht beides identisch aus. Dann müsstest du wirklich mit der Lupe drüber gehen und alles fein säuberlich vergleichen. Ja, ist Quatsch. Also wie gesagt. Und hat den riesigen Vorteil, es ist kein Teil von der Stange. Es ist ein Bahnhofshäuschen oder man kann es auch als Kirche verwenden, was weiß ich, ist mir völlig egal. Was so keiner hat. Ja, das ist mir immer wichtig. Ich habe hier verschiedene Bahnhöfe so als Modelle da, die habe ich mal gebaut, die sind fertig. Ich habe die Stellwerke da, die fast jeder hat auf seiner Modellbahn. Die sind schön, ohne Frage, aber wenn ich die immer wieder sehe auf irgendwelchen Modellbahnanlagen, auch von euch, teilweise, nicht falsch verstehen, ist alles positiv gemeint. Die sind hübsch, sonst hätte ich sie mir ja nicht auch gekauft. Ist mir das nicht individuell genug, ja, dann ist mir das halt zu allgemein irgendwo. Das ist so eine Macke von mir, das ist so ein Spleen irgendwo. Jetzt puste ich es noch trocken mit der Airbrush, also hier kommt wirklich nur reine Luft raus. Gerade die Fensterchen, damit ich das restliche Resin, was sich vielleicht nach dem Waschen immer noch in den Fenstern gehalten hat und bevor ich es härte jetzt, dass das entsprechend rausgepustet wird, ja, damit ich wirklich nur das trocknen lasse, was ich tatsächlich übrig behalten will. Von innen ist mir das relativ egal, ja, wenn da vielleicht mal sich was durchgepustet hat, an der Wand irgendwas hängt, sehe ich ja sowieso nicht. Es wird ja von innen sowieso schwarz gemalt, das Häuschen. Ja, wenn Beleuchtung reinkommt, da kommt ja noch alles Mögliche, das kommt ja, guck mal, die feinen Steine überall. Ja, das kriegst du natürlich nur mit dem Resindrucker hin, das schaffst du nicht mit einem normalen 3D-Drucker, das funktioniert nicht.
Ich hatte es damals mit der Kirche probiert, die habe ich hier hinten ja auch noch stehen. Die werde ich mir auch im Resinendruck machen und dann werde ich euch mal die beiden Gebäude im Vergleich zeigen, was der normale 3D-Drucker im Verhältnis zum Resinendrucker für Unterschiede doch irgendwo hat. Und jetzt wird es auch noch mal getrocknet, das heißt, ich habe es jetzt hier auch nochmal in die Washing-Cure-Maschine reingestellt und da habe ich auch verschiedene Sachen, das heißt, ich mache immer erst 3 bis 5 Minuten, kommt natürlich drauf an, dann lege ich es nochmal auf die Seite. Ich habe zwar so einen Schwanenhals da drin, dass ich auch von der Seite nachher noch trocknen kann. Hier sehen wir übrigens jetzt mal im Vergleich, das obere linke Häuschen, was jetzt im Hintergrund ist, hat unten ganz leichte gewellte Ecken. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das aufbringt, man macht da Grassteu dran, ist alles weg. Ich hätte sogar so verwendet. Ja, seht ihr das unterm Fenster da? Das ist aber alles nicht schlimm. Wie gesagt, wenn es keiner haben will, fliegt es weg. Und ist zwar schade drum, aber ist, mein Gott, so ist es halt. Und das eine ist hier sehr gut auch geworden. Jetzt hier vorne natürlich noch das mit den grauen Resinen. Das ist auch ein 6K-Resin. Das funktioniert schon sehr gut. Und das ist wirklich ein schönes Gebäude. Ich hatte ursprünglich noch die Flitz-Idee, da oben die Uhr auszutauschen gegen eine echte. Aber ich weiß nicht, ob ich mir die Arbeit mache. Hier bei Amazon heute eine kleine Uhr bestellt. Hier so eine Damen Armbanduhr oder irgend sowas in der Art und die da oben reinsetzt. Aber da habe ich mir gedacht, mei, wozu eigentlich? Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, ja? Und hier sehen wir noch mal ganz zum Schluss mit der alten Slider-Software, muss ich dazu sagen, das ist nicht die neue, mit der ich jetzt arbeite, das ist die alte, wo ich mir die Stützstrukturen angepasst habe an eben diesen Gebäude, so dass man eben nichts sieht. Also das heißt, ich habe das am Anfang automatisch immer erstellen lassen, die Stützstrukturen, und habe dann wahrscheinlich so 70% oder 80% weggenommen und den Rest habe ich manuell verändert. Ich hätte es also auch gleich manuell machen können, habe ich nämlich zum Schluss auch. Das heißt, ich setze meine Stützstrukturen alle manuell. Ich gucke mir das noch Ruhe an, ich überlege, was machst du wohin, wo baust du es hin, damit du nichts siehst, damit du eben diese Punkte nicht siehst, wo es dran war, sieht man sowieso nicht, weil die liegen mit 0,2 mm an. Und habe ich ja eingestellt bei meinem neuen Slider-Software, dass sie per Kugel anliegen mit 0,2 mm. Und dann dieser kleine Bips, wo die dann Kontakt haben mit dem Gebäude, ist eigentlich nicht zu sehen. Aber man würde es sehen. Ja, und da habe ich wieder so meine Meise, da habe ich gesagt, ah, das muss ich auch nicht haben. Ja, passt schon. Nächste Woche geht's weiter. Da wird der Bahnhof als solches gebaut. Das möchte ich euch natürlich dann schon zeigen wollen. Schaut euch bitte mal hier oben die beiden Videos an. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, der Algorithmus von YouTube sowieso. Dann macht das auch mehr Spaß, wenn die Videos mehr angeguckt werden können oder mehr gesehen werden können. Und dann würde ich sagen, verbleibe ich mit diesen Bildern. Bis zur nächsten Woche. Bin ich 16 Uhr Freitag endlich wieder pünktlich für euch da. Bis dahin, macht's schön gut, euer Uli. Tschüss.